Herzlich willkommen zur Review von Good Company, einem Spiel, was sich praktisch nahtlos in eine Reihe aus zwei Dutzend ähnlicher, vergleichbarer Titel einreiht. Sei es jetzt Production Line, wo es nur um Autos geht, Big Pharma, wo es Medikamente sind, oder gleich der Klassiker Factorio, der wohl am bekanntesten sein sollte. Und wer jetzt unter uns von seiner Chefin gebeten wurde, eine Excel-Tabelle aufzuräumen und man sich da nicht unter Kontrolle halten konnte und lustvoll aufgestöhnt hat, nur wenn man darüber nachdenkt, es zu tun, nun für den ist vielleicht Good Company genau das Richtige. Also es geht hier um die Produktion von so kleinen Sachen wie Taschenrechner, Putzroboter, PDAs, sowas eben. Und es geht darum, dass wir hier dann eine Fertigungsreihe aufbauen, die möglichst effizient sein sollte. Zwar ist das Spiel jetzt nicht so super schwer, aber leicht unbedingt auch nicht. Und ich mache diese Review jetzt dabei als Einfachheit halber hier an meiner eigenen Firma mal fest, die ich mir so hochgezogen habe in so knapp 4 Stunden. So sieht dabei der ganze Spaß aus, isometrische Ansicht, und das Ganze erinnert sofort an Seam Hospital von 97. Also naja, warum etwas verändern, was gut läuft? Die Endprodukte werden dabei alle in dieser Halle hier produziert. Dabei haben wir jetzt hier gerade hier oben in diese drei Zellen hier den Taschenrechner. Daneben dann werden Kassettenspieler produziert. Hier unten dann eine Vorform des Smartphones, nämlich die PDAs. Und dann noch so Gameboy-artige Geräte hier auf diesen 4 Stationen. Und man kann das jetzt so machen, so wie ich das jetzt gemacht habe, dass man jetzt hier das so aufteilt. Man kann natürlich aber auch ganz anders vorgehen. Das ist jetzt der große Vorteil an dem Spiel, dass man eben volle Freiheit hat, so richtig volle Freiheit. Also mehr noch als in Titeln wie Mad Games Tycoon, wo man eine Spielefirma hat und man dann nur sagen kann, das und das, so soll es sein, aber man nicht sagen kann, wo wer sitzen soll. Also hier kann man tatsächlich genau einstellen, dass dieses Regal jetzt hier stehen soll oder da stehen soll. Und das hat dann enorme Auswirkungen, außer dass dann der arme Kerl dann in dem Regal drin festhängt. Sondern dass man hier beispielsweise sehen kann, dass man jetzt so eine Art Verteilung hat. Und man sieht jetzt hier, 80% der Zeit ist der Typ jetzt hier am Arbeiten. Aber 10% der Zeit muss er eben die Sachen aus dem Regal nehmen. Und dieser gelbe Bereich hier ist eben Walking. Das heißt, wie viel Zeit wird verschwendet, nicht wertschöpfend. Und das will man idealerweise so kurz und knapp wie möglich halten, ohne dass es dabei zu viel Personal kostet. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich jetzt hier einzelne Vorprodukte auf einzelne Gebäude verteilt habe. Das ist jetzt schon so das Midgame, wo man sich gewisse Gebäude freischalten kann, wenn man das Geld dazu hat. Also beispielsweise hier dieses dieses Gebäude 224 Quadratmeter, ein bisschen über 100.000 G, ja, ein kleines Schnäppchen, und dann gehört uns das. Und dann haben wir jetzt hier wieder einen neuen Fertigungsraum. Es ist dabei übrigens so, dass es, soweit ich das sagen kann, keine Kosten verursacht, dass man hier den ganzen Kram hat. Also ja, das ist schon sehr angenehm, dass man dann hier einfach alles so freischalten kann. Es läuft aber jetzt so, das können wir jetzt mal am Beispiel vom Taschenrechner ausmachen. Der Taschenrechner besteht jetzt aus 3 Komponenten, nämlich aus einem einfachen Gehäuse, aus einer Doppelbatterie und einer einfachen LED-Matrix zur Anzeige. Und diese Sachen müssen jetzt zugeliefert werden. Die kommen jetzt hier eben über diese Kuriere rein. Man kann später auch so Förderbänder machen, aber das ist jetzt hier Low-Tech-mäßig, kommt das alles über diese Kuriere. Hier beispielsweise sieht man das, der liefert hier gerade für eine andere Station was an, aber der hat auf jeden Fall auch die Anzeigebilder dabei. Und zum Beispiel werden jetzt diese Gehäuse produziert. Ich habe das jetzt dabei so gemacht, dass ich diese Gehäuse so gewählt habe, dass die für alle Produkte anwendbar sind. Das ist also so wie im echten Leben, da entscheidet sich ja auch für häufig eine Firma, dass sie ein und dasselbe Produkt für verschiedene oder dasselbe Vorprodukt für ihre fertigen Produkte anwendet. Und das sind dann verschiedene Sachen. Das sieht man in der Autoindustrie ja recht häufig, dass dort für verschiedene Modelle die gleichen Bauteile verwendet werden. So, und dann kann man dann hier sagen, okay, das sind jetzt 6 Stationen. Das ist dann ausreichend, um alle meine Produkte zu bedienen. Und das habe ich jetzt angewendet auf alle möglichen Sachen. Also ich habe das relativ logisch hier konzipiert, dass man hier jetzt beispielsweise hier zusammen die Plastikkleinteile herstellt für andere Sachen. Oder hier werden Schaltkreise produziert. Und der Aufbau ist dabei richtig einfach. Das können wir mal kurz hier festmachen. Obwohl
wir hier mehr als genug Plastikteile produzieren und hier viel zu viel auf Lager haben, bauen wir nochmal einen dazu. Das ist dabei eine einfache Werkbank, die stellen wir hier so dazu. Und dann sagen wir noch, gut, dann kriegst du noch so ein kleines Regal daneben. Ja, dann stellen wir jemanden ein. Hier holst du dir dann deine Sachen raus und hier tust du sie dann auch gleich rein. Und du stellst bitte 10 Plastikteile, alle, also er stellt dir 10 Stück, 0,3 Tage braucht er dafür. Das muss ich schon mal sagen, ist nicht gut geworden in diesem Spiel, dieses System, mit dem man sieht, wie viel produziert wird. Also ich hätte das ganz anders gemacht. Ich hätte gesagt, wie viele Teile kann ich pro Tag herstellen? Das wäre sehr viel sinnvoller gewesen, dass man sieht, okay, ich stelle in meiner Firma jeden Tag mit dieser Station 0,8 Taschenrechner her und ich brauche dann dafür zum Beispiel 0,57 Plastikteile. Also brauche ich dafür dann 2 Stationen oder sowas, ne? Oder so. Aber das ist das Problem. Man sieht jetzt hier werden jetzt 10 Plastikteile hergestellt in 0,3 Tagen. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise denjenigen noch so eine extra Ausbildung geben, das kann man sich so später freischalten, wenn er so Skillpunkte dazu gewinnt, dann reduziert sich diese Zeit hier eben auch. Das sieht man über diese Modifikatoren hier, die werden hier eingeblendet. Tatsächlich ist das hier noch so ziemlich Early Access mäßig, also dass hier häufiger zu Fehlern kommt. Also beispielsweise, wo hatte ich das denn eben? Hier beispielsweise, der Craig Green ist sehr unzufrieden, weil die Facility Exits blockt sind. Das ist so ein Bug, der seit einiger Zeit hier herrscht, den der Entwickler nicht fixt. Minus 30% auf die Zufriedenheit ist schon schlecht. Der Titel ist Early Access, das heißt, könnte man erwarten, aber ich bin inzwischen gewohnt, dass man sowas eigentlich relativ schnell fixt. Ich habe keine Ahnung, wie der Fehler zustande kommt. Meldet euch gerne in den Kommentaren, aber ich denke hier, das ist einfach unklar, weil einige Leute haben diesen Fehler, andere nicht. Spielt aber jetzt erstmal keine Rolle. Ich wollte jetzt nur kurz zeigen, wie einfach das geht. Diese Teile werden jetzt hier produziert, werden jetzt hier direkt eingelagert. Na, hier, das ist das fertige Produkt. Das hier ist das Ausgangsmaterial dafür. Das Ausgangsmaterial kauft man auf diesen Paletten. Die habe ich Palette Plastikteile genannt. Und da kaufen wir einmal am Tag 50 Plastikteile. Und dann stellen wir daraus andere Plastikteile her. Ja, Kunststoff. So. Das Ding brauche ich nicht, das kann weg. Und du, mein lieber... Gott, was für ein Name. Brabihimov. Ja, du kannst wieder nach Hause gehen. Sorry, das war nur eine Demo. Dann werden hier jetzt noch andere Sachen produziert und am Ende kann man das dann alles so zusammenfassen lassen. Also lässt sich das dann alles hier so an die Endmontage liefern. Das ist jetzt ein Vorschlag, wie man das machen kann. Ich habe mich da jetzt relativ stark an echten Vorbildern orientiert, also echten Fabriken, wie die das machen. Man kann eben aber auch alles zusammenpacken, eng zusammenfassen, sodass beispielsweise diese gelben Logistiker oder diese grünen Logistiker kaum notwendig sind. Also beispielsweise kann man sagen, gut, wenn jetzt hier ein Gehäuse notwendig ist für diesen Taschenrechner, dann können wir jetzt einfach dieses Gehäuse ja direkt hier produzieren. Das heißt, wir stellen hier einfach so das Teil daneben. Ja, und dann könnte der das hier direkt in dieses Regal hier reintun. Und dann würden wir dadurch natürlich auch an anderer Stelle Kosten sparen. Ich glaube aber nicht, dass der Titel so gewollt ist. Also die Entwickler machen schon relativ deutlich, dass man hier so zonenorientiert denken soll. Denn, das können wir hier mal kurz so sehen, man kann für gewisse Zonen, das ist jetzt hier beispielsweise, wie habe ich das genannt, die Montage 1 Bereich. Man kann für jeden Montagebereich, wenn man sich das später freischaltet, gewisse... ich sag mal, Perks so freischalten. Und das ist jetzt beispielsweise hier, was habe ich da jetzt genommen? Production Output 2, ja? Dass diese Produkte 20% schneller produziert werden, aber Module können 20% langsamer analysiert werden. Da ich in diesem Bereich überhaupt keine Produkte analysiere, das ist jetzt der Bereich Forschung dann, ist das also kein Problem und eine schlaue Wahl. Ja, das ist eigentlich so der ganze Weg. Also, das können wir uns eben nochmal angucken. Man kann dann, hat er hier so eine Übersicht von seiner Firma, die verschiedenen Zonen. Ich schlage vor, ihr benennt das alles richtig gut durch. Also, so dass man hier nicht durcheinander kommt. Ich habe alle Paletten richtig benannt. Ich habe alle Routen benannt. Also, wenn man da später mit Game Endgame irgendwie was sucht und das nicht findet, dann Postmahlzeit. Nicht gut geworden ist, dass man beispielsweise diese Routen hier nicht sortieren kann. Also, ich hätte gerne zum Beispiel... keine Ahnung, dass jetzt die Route der Audioversorgung, die hier oben ist,
dass die zusammen mit der anderen Route, oder dass hier die Route Schaltkreis 3 mit der anderen Route Schaltkreis 3 zusammen ist und oder dass man hier Sachen gruppieren kann. Das sind jetzt aber so Quality of Life Sachen, die ich bemängle, die jetzt nicht so super wichtig sind. Aber ich denke, wenn ein Spiel sowas hat, dann macht es das alles schon einfacher. Also beispielsweise, wenn wir uns das hier nochmal angucken, wir können diese Zonen hier auch farblich markieren. Daran hat der Entwickler wiederum gedacht. Also wir können sagen, beispielsweise, die Endmontage ist dunkelgrün. Und die Vormontage mache ich, grün habe ich gesagt, dunkelblau. Die Vormontage mache ich blau. Und die Grundprodukte mache ich hellgrün. Und dann kann ich sagen, die Forschung wird gelb und was weiß ich alles. Also da kann man sich dann so seine eigenen Farbmodelle zusammenbauen. Da hat der Entwickler dran gedacht, das ist total sinnvoll. Aber das ist eben nicht auf alle Bereiche hier so bezogen. Hier sieht man übrigens, dass hier eine totale Überproduktion stattfindet, dass diese Leute jetzt hier nichts machen können, dass sie eigentlich diese einfachen Schaltkreise herstellen sollen und die sollen sie dann hier in hier reintun. Aber ja, wir haben zu viele davon, deswegen sage ich, 80% davon, von denen, die hier jetzt sind, die können dann auch verkauft werden. Die hier waren das. 80% können davon verkauft werden und schon machen sie sich wieder an die Arbeit. Man kann so Zwischenprodukte verkaufen, bringt nicht viel Geld, aber auf diese Art und Weise kann man die Effizienz erhöhen. Und das ist jetzt so ein anderer Punkt des Spiels. Man kann eine Menge Dinge selber machen außerhalb dieser effizienzorientierten Montageeinrichtung. Man kann beispielsweise eigene Produkte kreieren. Also diesen Taschenrechner, den wir vorhin gesehen haben, den habe ich selbst entwickelt. Wenn wir jetzt hier so ein neues Modell machen, also ich dupliziere mal das jetzige, nenne ihn dabei einfach mal, ach, der wird schon automatisch Kork 4 genannt. Ja, dann können wir jetzt hier sagen, okay, der neue Taschenrechner soll vielleicht eine Audioausgabe haben. Ja, die können wir dann hier so reinpacken. Also Tetris-mäßig können wir die dazu packen. Und das neue Modell bekommt beispielsweise bessere Batterien. Ja, so können wir die so dazu packen und so weiter. Das muss man natürlich gucken, ob das Sinn macht, weil es gibt hier Marktanforderungen, die muss man im Auge behalten. Also beispielsweise wollen die Kunden idealerweise eine Display-Qualität von 1,3. Jetzt hätten wir 2,1, also zu viel. Und das ist natürlich, könnte man denken, gut, aber wiederum auf der anderen Seite ziemlich dämlich, weil dadurch unser möglicher Profit sehr niedrig ist. Also schmeißen wir mal den Lautsprecher wieder raus, klettert er von 48 auf 160 G pro Stück. Und wenn wir denken, eigentlich braucht der Kunde nicht so ein tolles 7-Segment-Display, sondern eine einfache LED-Matrix sollte reichen, dann sind wir immer noch, übertreffen wir immer noch die Kundenerwartung, aber unser Profit pro Stück würde weit darüber hinausgehen. Es ist dabei ganz interessant gemacht, dass man sagen kann, dass ein Markt sich weiterentwickeln soll auf diesem Bildschirm hier. Hier sieht man so, was die Kunden so haben wollen. Also hier sieht man beispielsweise die Anforderungen an das Produkt, dass die Batterielebenszeit so sein soll oder das Display soll so sein und was man dann als Preis dafür nehmen kann. Und das ist das Interessante hier. Also im Moment, ich weiß nicht, ob sich es nochmal ändert. Ich habe jetzt 35 Stunden gespielt. Es ist ein Spiel, was ganz anders als viele Konkurrenten total Singleplayer-orientiert ist. Also nicht nur das Multiplayer mit anderen Menschen, meine ich, sondern dass man hier nur diese eine Firma sieht. Also es gibt keine Konkurrenz in dem Sinne. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Taschenrechnern einen Marktanteil von 100% erreicht, weil ich sehe, es gibt eine wöchentliche Nachfrage von 25 Stück. Ich habe dabei den Preis und die Qualität so gesetzt, dass ich 25 liefern und produzieren kann. Und das ist mit den anderen Produkten auch. Ich habe überall, was ich hier habe, habe ich hier, okay, bei diesem Game Device habe ich nur 95%. Da könnte ich also nochmal die Produktion um 1 erhöhen. Aber das Interessante ist, man sieht hier keine Konkurrenz. Also anders als beispielsweise in Kapitalismus 2 von 1999, wo Konkurrenz ein total wichtiges Thema ist, kann man hier sagen, gut, ich bin zufrieden mit dem Status quo, der Markt verlangt dies und das. Und das ist gut. Und man kann jetzt aber auch sagen, der Markt soll sich weiterentwickeln, wodurch der Basispreis eines Produktes steigt, aber beispielsweise dann die Kunden höhere Ansprüche haben. Also man sieht das jetzt hier. Jetzt im Moment wollen sie in Phase 2 nur eine Displayqualität von 2,0. In der nächsten Phase wollen sie 2,5. Also könnte man, der Entwickler hat das so gemacht, dass wenn man also Produkte hier designt, die gewisse Qualitätsmerkmale wesentlich besser haben, als sie bräuchten, dann kann man damit schnell in neue Marktsegmente oder neue Marktphasen vordringen
und dann verbessert sich so da die Marge. Also man muss das natürlich alles erstmal erforschen. Das Spiel hat auch so ein, ich sag mal, sehr rudimentäres Forschungssystem ohne Zweige. Also man kann jetzt einfach das, was man hier so sieht, einfach abforschen. Ist jetzt nicht besonders gut gemacht, aber naja, ne, das ist die Wiederspielbarkeit ist dadurch sehr eingeschränkt, aber forschen macht man eben dadurch, dass man hier Zwischenprodukte, das sind jetzt hier beispielsweise diese Lautsprecher oder dieses Display, dass man die hier hinliefert und dass die dann nicht verkauft werden, aber dass die Forschungsleute sich das dann nehmen und dann so lange drauf rumkloppen, bis dann da so quasi Erfahrungspunkte raus werden, die dann wiederum diese Wissenschaftler dann hier in echte Forschungspunkte umwandeln. Ja, ist relativ rudimentär, hätten sie besser machen können, aber es geht im Grunde hier eigentlich mehr um die effiziente Produktion von Produkten. Also, dass man sich auch mal dafür entscheidet, ein Produkt zu machen, was weniger gut ist, als es sein könnte. Also hier, wenn wir jetzt beispielsweise, das machen wir jetzt mal, wir machen jetzt hier so einen Spieleroboter aus Holz. Warum auch nicht aus Holz? Ja, so sieht das Ganze aus, die Schildkröte hier. Oder was das sein soll. Und dann sagen wir, gut, wir machen sie mal der Farbe grün. Der Kunde will, dass sie jetzt hier Processing Power haben. Das ist dann das hier. So, und Batterielaufzeit von 2,9. Das schaffen wir nur mit diesen Dingern hier. 3,6. Und dann ist das schon ein Top-Produkt, ne? Jetzt könnte man natürlich denken, bevor ich das jetzt hier wirklich mache, könnte ich vielleicht noch darüber hinausgehen. Ich könnte mir den Markt hier nochmal anschauen für Spieleroboter. Und ich glaube, bin ich jetzt nicht sicher, aber ich glaube, da kommt später noch eine andere Anforderung dazu, dass die Dinger eben auch, dass die hier zum Beispiel auch Daten speichern können. Gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Also packe ich noch eine Memory Bank dazu. Dadurch sinkt dann zwar die Marge, die ich habe, das Produkt wirft weniger Geld ab, aber wenn der Markt sich in diese Richtung entwickelt, dann habe ich das schon mal abgedeckt und dann muss ich hier die ganzen Produktionsabläufe nicht mehr ändern. Das wäre wirklich interessant, wenn das so wäre. Das Spiel kann man auch so einstellen, dass die Märkte sich automatisch weiterentwickeln, dass die Kunden anspruchsvoller werden und dass man dann beispielsweise hier alles umstellen muss. Aber man kann es in der Regel selber kontrollieren. Und wenn es so wie jetzt hier im Moment gut läuft, im Moment mache ich 22.000 Geld pro Woche plus, und dann könnte ich jetzt hier den Turbo anmachen und drei Stunden, weiß ich nicht, die Wohnung putzen und mit Leuten telefonieren und sonst was machen. Danach bin ich einfach stinkreich und es passiert einfach nichts in dieser Zeit. Es könnte sein, dass die Mitarbeiter mal weniger zufrieden sind und dann doch zufriedener sind. Aber in aller Regel kann man davon ausgehen, dass wenn hier mal alles gut eingerichtet ist und gut funktioniert, dass es dann wirklich läuft und flutscht. Das muss man also mögen, wenn man also ein Spiel will, wo ständig was passiert, sagen wir mal so die Anno-Reihe, ja, wo ständig wo Konkurrenz auftauchen kann oder irgendwo andere Unwägbarkeiten passieren, dann ist das hier das falsche Spiel. Also hier passiert tatsächlich recht wenig, sobald man einmal raus hat, was man wie einstellen muss und wie man Produktionsabläufe optimieren muss. Das können wir an dieser Stelle beispielsweise mal machen. Also hier sehen wir, dass die fortgeschrittene Batterie, die Doppelbatterie, dass wir hier zu wenig, also dass die nichts mehr machen. Und wir sehen jetzt aber, dass hier im Lager, das ist jetzt das Lager für die Endprodukte, hier sind 32 von 40, also mehr als genug auf Lager. Das heißt, wir haben hier zu viel. Wir könnten jetzt anfangen, Personal zu kürzen. Das wirkt sich aber negativ auf die, ich sag mal, Moral der Leute aus. Und wir sind gut im Saft, ne? Wir haben genug Geld, also wir müssen niemanden entlassen. Und kann sein, dass wir die Leute später nochmal brauchen. Und sie sammeln ja auch Erfahrungspunkte. Und ich will Bridget Filipov einfach nicht kündigen. Das möchte ich nicht. Und stattdessen sagen wir, dass beispielsweise hier diese Batterien verkauft werden, ne? Also 90% davon werden regelmäßig verkauft. Das heißt, wir können das Lager so damit klar machen. Das bringt noch ein bisschen mehr Geld. Und wenn wir später mal die Produktion ausweiten mit einer neuen Produktreihe, beispielsweise mit diesem Spielroboter, dann ist hier das dafür schon alles fertig. Ich kann euch nur empfehlen, wenn euch das Spiel zulegt, macht das, also nehmt euch das hier vielleicht als Vorbild, dass ihr so eine Station einrichtet, wenn ihr das Geld und den Platz dafür habt und dass sie dann erweiterungsfähig sind. Also, dass man dann diese Zonen hier relativ einfach erweitern kann und wenn man sie nicht braucht, dass man sie dann eben knapp hält. Und auf diese Art und Weise ist man dann eben flexibel.
So ist man, das ist am Anfang natürlich nicht möglich. Am Anfang habe ich tatsächlich die gesamte Produktion hier in dieser Lagerhalle gehabt. Ich blende das mal eben ein. Das sah so etwa nach einer Stunde Gameplay aus. Das geht natürlich auch. Und so lernt man dann das Spiel natürlich auch. Aber später will man natürlich vielleicht ein bisschen im Voraus planen und denken und so weiter. Aber ja, das ist tatsächlich schon Good Company. Das ist das ganze Spiel sozusagen runtergebrochen. Man hat hier noch so ein paar Achievements, die man freischalten kann und auch sollte. Also beispielsweise hier sollen wir 350 Taschenrechner innerhalb von 90 Tagen produzieren. Schaffen wir das, dann kriegen wir Success Points, ja, das sind so Erfolgspunkte. Von denen können wir uns dann wiederum hier neue Sachen kaufen. Also beispielsweise können wir uns hier für, irgendwo hier unten war das, Förderbänder. Genau, für 405, nee, das war nicht Förderbänder. Ah, irgendwo sind die hier untergebracht, also können wir uns für ein paar Success Points oder ein paar Forschungspunkte, hier ist es genau, so ein Förderband holen. Tatsächlich brauchen die keine Success Points, sondern Forschungspunkte. Können wir also direkt schon freischalten, machen wir einfach mal. Schauen wir uns das mal an, habe ich mir noch gar nicht angeschaut, aber warum nicht, ne? Aha, dafür muss ich erst was produzieren. Okay, wusste ich nicht. Ja. Ansonsten, hier gibt es Deko-Kram, den man hinstellen kann. Ist nicht sehr gut gemacht, weil die positiven Effekte davon sind nur temporär gültig. Also Aaron hier ist jetzt zwar ein bisschen motivierter, dass er jetzt einen Teppich da neben sich hat, aber der Effekt verfliegt nach einiger Zeit wieder. Es ist also nett, aber nicht wirklich nützlich. Man muss so ein Typ dafür sein, ob man seine Firma tatsächlich schick einrichten will oder so wie ich auf das Notwendigste beschränkt. Ich bin da ehrlich, in all den Videospielen, die ich spiele, gehe ich immer nur auf das Notwendige. Ich gucke, was ist notwendig und alles an Dekokram lasse ich in der Regel weg. Es sei denn, ich mache jetzt sowas wie eine, weiß ich nicht, so eine Geschichte wie in Rimworld. Das ist dann was anderes, aber wer wirklich nur auf das Notwendigste beschränkt hier, was machen will, der wird auch mit Good Company glücklich, denn die Leute beschweren sich nicht, wenn das hier eine Halle ist, die einfach nur halb bebaut ist. Also, ja. Das war's. Dann gibt's hier noch so ein paar Übersichtsmenüs. Die sind jetzt nicht wirklich überraschend. Alles in allem habe ich so im Schnitt alle 5 Stunden, alle 6 Stunden einen Absturz. Ist nicht so wirklich schlimm, weil das Autosave-System ist recht gut gemacht. Also da geht nicht wirklich Fortschritt verloren. Also da gibt's ganz andere Titel, die dann viel schlimmer sind. Man muss das jetzt wollen. Also ich schlage vor, Good Company in Erwägung zu ziehen, wenn man für sich spielen will, in seinem eigenen Tempo, wenn man sich dafür begeistern kann, Prozesse zu optimieren und sich so durchzufuchsen, oder sagen wir mal, man ist so der Typ, der, man ist einfach Ingenieur und will einfach mal ausprobieren, wie das so läuft, dafür ist das Spiel gemacht. Alle anderen, die jetzt Action sehen wollen oder die jetzt hier so Überraschungen sehen wollen, also dafür ist das jetzt auch nicht gedacht. Meine Preisempfehlung ist ein Zehner, 10 Euro. Ich glaube, bei GOG sind es im Moment 17, ich habe es tatsächlich günstiger bekommen. Es gibt sehr viele vergleichbare Titel, also wenn euch das Grundprinzip hier gefällt, dann schaut einfach mal so, was andere Titel so hergeben, also da gibt es wirklich Auswahl ohne Ende und die meisten davon sind günstig und gut, ja? So wie die Kekse bei Rewe. Okay, das war's schon, mehr Laberei muss nicht sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute, macht's gut, ciao.